Sehr gut. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen, außer... Uhu, hier kommt voran. Türsensor. Cool, das hat funktioniert. Wo wir die gleichen Augen haben. Herr Doktor, endlich! Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Ich wollte den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Bandwurm. Aber Herr Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort operieren. Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm. Entferne ich doch mit links. So schwer ist das ja wohl nicht, oder? Wie Sie meinen. Ihr Kittel hängt wie immer da drüben. Ich hol schon mal das Seziergesteck und die Knochensäge. So, was wollte ich noch gleich machen? Den Bandwurm rausoperieren? Ja, Kinderspiel. Immerhin bin ich Chicore. Chirurg. Sie meinen Chirurg? Das auch. Anleitung. Da ist doch der Bandwurm drin. Was für ein Glück für seinen als Cletus verkleideten Klon, dass Rufus auch ein begnadeter Chirurg ist. Triviale medizinische Eingriffe wie das Entfernen eines Bandwurms könnte er auch mit verbundenen Augen durchführen. Schwieriger ist da doch, ist da schon der anschließende Wiedereinbau der Organe per Drag and Drop. Da hilft es zu wissen, dass sich Organe am Mauszeiger mit Rechtsklick drehen lassen. Okay. Ups. Da hab ich den kleinen Scheißer. Das war's dann wohl, oder? Wollen Sie ihn nicht wieder zusammenbauen? Oh, muss das sein? Ich denke, das wäre zum Vorteil des Patienten. Meinetwegen. Okay, Lunge. Ja, so. Oder? Noch so ein Organ. Magen? Ja, das passt nicht. Ist das auch falsch rum, oder was? Ich hab keine Auge, ich hab keine Ahnung. Na, Moment. Hier raus. Nein. So. Oh, ich hab sein Herz vergessen. Verdammt. So. Ist er da drüber? Mein Gott. Verdammtes Durcheinander. Okay, das geht. Hä? Zum Teufel.
Ah. Ja, so ordentlich. So rum. Will er das haben. So. Das sieht so bescheuert aus. Entschuldige, da muss ich überspringen. Ich komme nicht weiter. Ja. Und wo gehört das letzte Teil hin? Na, ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Zumachen. Das sah auch irgendwie ganz komisch aus jetzt. Entschuldigung. Ich hab's einfach nicht verstanden. Na, das hat doch geklappt. Wir haben Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir speiübel. Ach, das aber auch das Gejammer nicht. Na. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattert. Hier. Was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit. Okay, zu den Rebellen. Mit Cletus. Ich glaube, ich sehe doppelt. Was? Das gibt's doch gar nicht. Haha, verblüffend, nicht? Das Blatt hat sich gewendet. Dann können wir ja endlich abstimmen, wer denn nun die Codes holen geht. Also, ich stimme für mich. Und ich stimme für mich. Was? Nein, hey! Tja, dann fällt die Wahl wohl eindeutig auf mich. Ich werde nämlich auch für deinen Doppelgänger stimmen. Und somit steht es 3-2-2. Nein, nein, nein! Ich muss doch gehen! Du wolltest abstimmen und wir haben abgestimmt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil und es kann losgehen. Ich hab kein Seil. Ach Mann, oh. Ich dachte, jetzt geht's los. Hier, nimm den Bandwurm. Ich weiß, was wir als Seil verwenden können. Halte es lieber für dich, solange es keine neue Abstimmung gab. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Clown da die Aufstiegscodes holt. Tja. Der Bandwurm könnte. Aber damit warte ich lieber, bis es eine Fähre, also eine, bei der ich gewinne. Das heißt, ich brauche noch mehr noch mehr Rufusse hier. Ah. Ich möchte so ein Ding mitnehmen. Das schmeißt. Ich bitte, sehe ich etwa aus wie ein. Das ein. Ja, geh rum. Ich bräuchte. Schon wieder? Uns fehlt ja immer noch ein Bild. Leider. Ach, das ich mach. Nun, die Gut. Kommen Sie gern wie. Gehen wir vielleicht nochmal zu. Unser Ex. Hey, du was? Boah, wie bist du denn drum? Ich dachte, du machst jetzt eine Therapie. Mein Therapeut hat sie abgebrochen und mir stattdessen ein Rezept für einen Strick ausgestellt. Oh, cool. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun, oder? Ich doch nicht. Wie kommst du denn ja, da drauf? Rufus. Moment mal. Drohender Unterton. Aggressives Gefunkel im Auge. Im Auge. Hey, er hat es geschafft. Du bist wieder ganz die Alte. Das war nicht Ziel der Therapie. Ach, wen interessiert denn, was das Ziel war? Hauptsache, es hat geklappt, oder? Ach, irgendwie habe ich dieses Geräusch vermisst.
Danke, einmal reicht. So, ich will jetzt aber gerne hier nehmen die Suppe. Irre ich mich oder hast du zugenommen? Ich dachte, ich probiere mal was Neues. Hä? Du hast doch noch nie abgenommen. Na doch, als wir uns kennenlernten. Stimmt. Ich hätte mich eigentlich nur verwählt. Und ich habe abgenommen. Ja, Der Fehler meines Lebens. Ah, hier ist das Rezept. Toni hat von ihrem Therapeuten ein Rezept bekommen. Suspendan Hals- und Wirbelsäule Akutforte. Einmalige Anwendung. Mitnehmen. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Voss. Okay, dann holen wir uns jetzt einen Strick. Was mache ich mit dem Strick? Kann ich mit dem Strick Baby Boso retten? Das wäre ja natürlich richtig toll. Weil da haben wir ja einen Haken und so. Ich habe hier ein Rezept. Darf ich mal sehen? Klar. Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Damit könnte man nicht mal einen Schrumpfkopf erhängen. Okay. Also jetzt zum Baby. So. Gute Neu. Ich wüsste nicht, wofür ich den sonst benutzen sollte, aber ich will ja Baby Boso nicht erhängen. Weil ich dachte, sei denn, das Foto wird. Na, dann mach. Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. Perfekt. Rufus? Bist du sicher, dass eine Schlingfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingfalle locken würde. Ja, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Hallo Baby Boso. Dann müsst ihr ja auf die andere Seite robben. Oder? Ja. Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Hm? Und jetzt draufklettern. Oh. War klar, dass das irgendwie so wird. Rufus? Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Da, Seilende. Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon gut. Dann mach hin. Ich komm ja so. Nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Nur nicht. Oh oh. Ich hab's geschafft. Ja. Und ich konnte sogar helfen. Helfen? Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto. Na los. Na gut. Das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Entschuldigung. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins. Ich borge es mir kurz aus, okay? Ha! Wusste ich's. Wir kommen voran, Leute. Wir kommen wirklich voran. Ha!
Das machen wir zuerst, dann geben wir Baby Bozo zurück. Hey, Bozo. Was? Ich will doch einfach nur... Ja. Das ist der Teufel! Ja. Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. So, dann haben wir alle Bilder. Jetzt bringen wir eben Baby Bozo in sein Bettchen zurück. Und gehen dann zum Therapeuten. Hier. Hallo? Auf diesem Bild hat er schon wieder Nasenbluten. Der Arme. Ich habe Baby Bozo gerettet. Zu seiner Verteidigung, das Pony war auch wirklich ein Wildfang. Dann eben nicht. Zur Opa? Du, Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren, um meinen Papa Parkinson im Zaum zu halten. Hey. Kannst du Bozo geben? Keine Sorge, ich passe auf deinen kleinen Bruder. Keine Panik. Ja, das hatten wir schon. Wem soll ich das denn geben? Dem Briefträger? Man kann es ja nicht in seine Windel legen. Sein Bettchen legen. Damit bin ich ja in der. Hahaha. Na gut, behalten wir es erstmal in der Tasche. Und gehen zum Psychotherapeuten. Und gucken wir uns die Bildchen nochmal an. Ah, bin ich müde. Ich möchte noch eine Therapie. Ja. Ja, schon wieder. Mecker nicht rum. Du hast dir den Job ausgesucht, dann musst du damit leben. Na gut. Karte B. Wollen wir noch? Sie wollen ja. Diesmal. Also. Elysium stürzt auf Deponia. Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja. Ja, denn ich bin ein feiges Walross, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So, so. Ich finde, wir machen Fortschritte. Ja. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen... Ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen... Warum? Das hatten wir ja schon. Vielleicht, ich meine, ich. Es ist ein. Das ist der Teufel. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel. Zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch Psychopharmaka. Ja, gib mir mal welche. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen aus meinem Schrank. Yippie! Bitte was? ach ja. Oh weh, ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Maus, danke. Antidepressiva, Brechmittel. Das war's. Schade. Okay. Klink. Dann zurück zu Bozo. Und Antidepressiva geben. Und vielleicht auch die Brechmittel. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich in die Suppe. Kotzende Babys mögen zwar ein lustiger Anblick sein, aber solange er nichts gegessen hat. Perfekt. Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Bozo unterzujubeln. Hm. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Bozo zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Sicher ist super Idee. Hä? Oh. So ein Shit-Kram. Baby Bozo hat die ganze Suppe gegessen. Wie komme ich denn jetzt an die Antidepressiva? Tja,
Ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav A. Nuke. Das mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. Okay. Nicht im Mantel, hörst du? Oh, Leute. Ernsthaft? Oh, Mann. Delik. Jetzt reicht's. Hör endlich auf. Niemand braucht deine Hilfe. Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten. Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst. Du bist kein Held. Du bist ein Riesenarsch. Und du wirst uns alle umbringen. Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Oh. Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Boso! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Ja, ja, verdammt. Sieht so aus, was? Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Ja. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann. Was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer, so gemein und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen, bist du am Ende vielleicht doch einer von den Guten, was? Also? Komm schon. Ja doch, ich bin ja gleich soweit. Was wird das? Oh. Deswegen. So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's. Oh, da sind vielleicht 6 Slotty drin. Und das wäre natürlich richtig sicher, gut. Sicher, dass das Rufus ist. Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Haha. Witzig. Na gut. Du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Dankeschön. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Ich gebe das schon mal hier unten weiter, weil ich vermute, dass wir es brauchen. Und wir gehen in der nächsten Folge ins Rebellenlager mit Boso. Und ich würde sagen, danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Es muss weg!